Und weiter geht's. So. Jetzt aktivieren wir die mal. Sehen wir uns das mal an. Kein Sprit mehr da. So ein Mist. Typisch. So ein Pech. Der Kanister ist leer. Mal sehen, ob ich ihn irgendwo füllen kann. Bin mir sicher, die Kleine weiß, wo es Benzin gibt. Hallo, Malka. Kann ich dich was fragen? Du? Immer. Malka, weißt du, wo es hier Benzin gibt? Nein. Aber ohne Benzin funktioniert die Kohlemaschine doch nicht. Was schert mich diese alte, stinkende Maschine? Ich werde sehen, was ich finden kann. Danke, Malka. Tu, was du für richtig hältst. Oder sie kann mir auch nicht helfen. Naja, was soll's. Halt's Maul, alte Töle! Sonst kriegst du das mit mir zu tun. Was ist denn jetzt schon wieder? Guten Tag. Kruzifix! Ich hätte alles erwartet, nur nicht. Was kann ich für Sie tun, mein Fräulein? Mein Name ist Kate Walker. Bin vorhin hier angekommen. Ah, welche charmante Person! Sie kommen sicher von weit her. Aus New York. Aus New York? So, so. Und Sie reisen allein, mein Fräulein? Nein, nein. Zwei Freunde begleiten mich. Ich bin mit dem Zug angekommen. So, so. Hören Sie, ich möchte... Wir haben bereits genug Zeit verloren. Also hören Sie auf, uns zu belästigen. Sonst kommen wir noch auf komische Gedanken, mein Bruder und ich. Ich verstehe. Wir wollen doch nicht, dass Ihnen am Ende noch was zustößt, mein Fräulein. Ich brauche Kohle für meinen Zug, aber die Kohlemaschine hat keinen Sprit mehr. Könnten Sie mir vielleicht etwas Benzin verkaufen? Oh, Sie reisen bereits ab. Leider, leider haben auch wir keinen einzigen Tropfen Benzin mehr. Ah, aber ich höre da hinten doch deutlich Motorengeräusche. Ah, das? Tja, das ist ein Elektromotor, mein Fräulein. Und all dieser Rauch ist wohl auch elektrisch. Was geht Sie das denn an? Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten und lassen Sie mich und meinen Bruder arbeiten. Genau. Sollt Igor und Ivan in Ruhe lassen. Aber ich brauche doch nur ein bisschen Benzin. Wir haben keins. Verstehen Sie? Kein Benzin. Mhm. Nein. Kein Benzin. Ich bin mit dem Zug angekommen und... Haben mein Bruder und ich gesehen. Tolles Gefährt. Wirklich. Das ist kein russisches Fabrikat, stimmt's? Schöner Zug. Sehr schöner Zug. Nein. Der Zug gehört einem meiner Freunde. Ihr Freund muss aber reich sein. Nicht wirklich. Er hat diesen Zug bauen lassen, um nach Sieb... ich meine, um sich eine Art Traum zu erfüllen. Einen Traum, sagen Sie? Interessant. Für welche Art Traum braucht man denn einen solchen Zug? Falls das nicht indiskret ist. Für einen Kindheitstraum. Was Sie nicht sagen, mein Fräulein.
Solange ich kein Benzin habe, kann ich keine Kohle bekommen und mein Zug kann nicht weiter. Na und? Was können wir denn dafür? So, hören Sie doch bitte. Ich brauche unbedingt ein wenig Benzin und Sie allein scheinen hier welches zu haben. Ah, la. Das nenne ich die Köpfe. Ich sagte bereits, wir haben keins. Kein Benzin! Da Sie mir nicht helfen zu scheinen wollen. So ist es, mein Fräulein. Auf Wiedersehen. Auf nimmer Wiedersehen, hoffe ich. Hol mal das Benzin einfach so. Hey, aber... Ah! Verdammtes Viech! Jetzt aber, wenn ich dich hab... Ups. Entschuldigung. Ich wollte es eigentlich nicht vorspulen. So, jetzt tankt mal schnell die Kohlemaschine. Und dann können wir auch hoffentlich wieder abreisen. Ein Benzingenerator. Ich muss Kraftstoff auftreiben. Den haben wir ja jetzt. Kate Walker! Es ist furchtbar! Beruhigen Sie sich! Was ist denn los? Herr Vorarlberg ist verschwunden! Was? Er war im Zug und jetzt ist er nicht mehr da! Machen Sie sich keine Sorgen, Oscar. Er kann nicht weit sein. Den finden wir schnell wieder. Um seine Gesundheit steht's nicht zum Besten. Und es ist sehr kalt. Ich weiß, Oscar. Aber keine Bange, ich mache mich sofort auf die Suche. Das machen wir aber dann erst im nächsten Video. Bis dann!